Alpsommer geht schon langsam zu Ende und das heißt, es ist Zeit für die Alpabtriebe. So einer hat heute in Au stattgefunden. Und wer schon mal bei einem Alpabtrieb dabei war, der weiß, das ist ein Riesenspektakel. Wenn in Au der Alpabtrieb stattfindet, sind alle auf den Beinen. Zuvorderst natürlich das Vieh sowie die Elpler und Elplerinnen. 2 Monate lang haben sie in den Bergen ihren Sommer verbracht. Im Großen und Ganzen steht es, wenn wir gut sind. Das Vieh steht los, alles wieder hochgekommen. Und ja, so einen Sommer könnte man sich wieder wünschen. Klar, es gibt natürlich Alpen, wo weniger Wasser sind. Denen sagen natürlich nicht, aber die Alpen, wo wirklich Wasser genug sind, das ist König. Für das Leben auf der Alpe muss man geschaffen sein. Wie haben das geht? Ist es nicht einsam auf der Alp? Nein, es ist gut gewesen. Internet hat es aber keins gegeben, oder? Nein, fast keins. Was haben wir denn gemacht den ganzen Tag? Ja, halt gearbeitet. Bei der Viehscheid, wie der Alpabtrieb auch genannt wird, werden die Tiere von ihren Besitzern übernommen und werden gleich einmal in Augenschein genommen, ob es auch allen gut geht. Schauen Sie ein bisschen abmagert aus. Nein, kein Witzel. Nein, also wie so, tipptopp. Mehr als 200 Milchkühe und Kälber werden in die Transporter verfrachtet. Fragt sich bloß, wie man die eigenen Kühe da wiederfindet. Die Kühe sind verschieden, die einen kommen am Kopf. Die sind halt verschiedene Merkmale, wenn man sie ganz wieder im Stall hat, kommt man halt da und dort. Doch nicht alle können jetzt Urlaub machen. Nein, Urlaub gibt es keinen froh, machen die Hälfte und diese Hälfte mache ich. So geht das wieder weiter. Und in einem Monat kommen wir dann wieder zusammen mit den Ferien und Leuten. Dann kommst du auch mit der Frau wieder zusammen. Dann komme ich mit der Frau wieder zusammen. Oder? Wird vielleicht auch wieder ganz nett. Ja, Auszeit ist vielleicht sicher alles wieder gut. Oder? Das ist beim Fehler so und das spüren den Leuten auch so. Oder? Eine Abordnung aus der Schweiz macht sich lautstark bemerkbar. Etwas dezenter sind die Alphornbläser. So manche Schöne posiert selbstbewusst für die Kamera. Die jungen Besucher interessieren sich allerdings für eine ganz andere Kuh. 2 Jahre lang konnte das tierische Spektakel im Bregenzer Wald wegen Corona nicht stattfinden. Jetzt zieht es wieder tausende Besucher an, Einheimische und Gäste aus dem Ausland. Das ist mein letzter Urlaubstag und man hat mir geraten, ich wollte eigentlich heute fahren. Nein, du musst hier bleiben, um das zu erleben und es lohnt sich. Für das Vieh ist der Sommer auf der Alpe zu Ende. Jetzt geht es wieder zurück in den heimischen Stall. Und auch die Elpler und Elplerinnen sind froh, dass sie nach dem arbeitsreichen Sommer in den Bergen wieder nach Hause kommen.